Sport vor Ort. Hautnah im Fokus. Topaktuell für Sie dabei. Liebe Handballfreunde, ich darf Sie recht herzlich hier heute in der heimischen Halle vom TV Altötting begrüßen zum Spitzenspiel TV Altötting gegen die Spielvereinigung Altenerding. Und Ampfiff für den TV Altötting. Und hier der erste Treffer für die Gastmannschaft, das 0:1. Gut durchgesetzt von dem Spieler mit der Nummer 14, Stefan Barken. Der Ball war zwar im Tor, aber die Schiedsrichter entscheiden auf Freiwurf für den TV Altötting. Eine kleine Fehlentscheidung der Schiedsrichter. Normalerweise müsste man hier 7 Meter pfeifen. Und wir warten noch ungefähr 4 Spielminuten auf den ersten Treffer der Heimmannschaft. Ah, knapp gescheitert an der Torlatte. Guter Wurf von der Nummer 14, Stefan Barken. Der Ball leider nicht im Tor, da der Spieler des Spielvereinigung Altenerding im Kreis stand. Und hier der Ausgleich, das 1:1 durch die Nummer 14, Stefan Barken. Und hier gibt es nach einem bösen Foul den ersten 7 Meter für die Heimmannschaft. Und ebenfalls die Verwarnung für die Nummer 22 der Spielvereinigung Altenerding. Leider verworfen von Stefan Barken an dem Pfosten. Gutes Anspiel an den Kreis der Spielvereinigung Altenerding. Und wieder gibt es 7 Meter für die Heimmannschaft. Jetzt am 7 Meter die Nummer 33, Patrick Malz. Und er trifft zum Ausgleich das 2:2. Und prompt folgt der Gegenzug wieder der Spielvereinigung Altenerding, die zum 3:2 Führungstreffer abschließen können. Und der erste 7 Meter für die Spielvereinigung Altenerding. Und mit einem gekonnten Heber geht Altenerding mit 2:4 in Führung. Das Angriffsspiel des TV Altöttings lässt in den ersten 11 Minuten noch zu wünschen übrig. Man wünscht sich mehr Druck auf die Abwehr, schnellere Ballfolgen. Mal schauen, ob es besser wird. Und ein gutes Tor, durchgesetzt von der Nummer 7, David Lenhardt, verkürzt auf 3:4. Und durch einen schönen Wurf von der Linksaußenposition geht Altenerding wieder mit 3:5 in Führung. Oh, ein böses Foul am Aufbauspieler des TV Altöttings. Die Nummer 30, Simon Antwerpen, liegt am Boden. Mal schauen, wie die Schiedsrichter entscheiden. Das Spiel ist natürlich unterbrochen. Und es gibt die erste Hinausstellung. 2 Minuten für den Spieler der Nummer 22 von der Spielvereinigung Altenerding. Am Punkt wieder die Nummer 33, Patrick Malz. Ja, und leider ging der Heber schief, aber der Nachwurf ist drin. Verkürzt Altötting auf 4:5. Nach 15 Minuten kann man sagen, es bestimmen auf beiden Seiten die Abwehrreihen das Geschehen. Das spiegelt sich auch im Spielstand von nur 9 Toren nach 15 Minuten. Ja, und der Ball war nicht hinter der Linie. Altötting nimmt wieder Tempo auf.
Gute Parade des Gästetorhüters. Aber dann von links außen Patrick Malz zum Ausgleich, das 5:5. Und ein schöner Wurf aus dem Stand von der Nummer 7, David Lenhardt, für die erste Führung, das 6:5 für den TV Altötting. Und ein schöner Wurf aus der zweiten Reihe bringt den Ausgleich, das 6:6. Gute Parade des alten Erdinger Keepers. Und durch einen wunderbaren Camper durch die Nummer 7, David Lenhardt, die erneute Führung, das 7:6. Und Altötting kontert. Die Chance auf 2 Tore in Führung zu gehen, und da ist das 8:6. Wieder die Nummer 7, David Lenhardt. Den Außen sehr gut freigespielt und erstmals die 3 Tore Führung für den TV Altötting, das 9:6 durch die Nummer 33, Patrick Malz. Und ein schöner Wurf aus der zweiten Reihe, Alten Erding verkürzt zum 9:7. Und das Tor für den TV Altötting, das 10:7. Unsere Nummer 14, Stefan Barken. Und das gibt die nächste Zeitstrafe für einen Spieler der Spielvereinigung Alten Erding. 2 Minuten für die Nummer 31 wegen Halten des Kreisspielers. Und es gibt wieder 7 Meter, an der 7-Meter-Linie wieder die Nummer 33, Patrick Malz. Und diesmal sicher verwandelt, das 11:8 für Altötting. Und ein schönes Tor durch unsere Nummer 7, David Lenhardt, zum 12:8. Und wieder ein technischer Fehler der alten Erdinger. Schöner Pass und das 13:8 durch unsere Nummer 33, Patrick Malz. Beim Handball ist es so, auch auf der Bank kann man Verwarnungen bzw. Zeitstrafen bekommen. Allerdings nur eine gelbe Karte und danach gibt es 2 Minuten für die Bank. Und die erste Halbzeit ist zu Ende. Altötting geht mit einem 5-Tore-Vorsprung mit 13:8 in die Halbzeitpause. Macht es bei dir mehr Spaß oder hast du auch ab und zu deinen Frust? Na, wie man sieht, macht es mir heute Spaß. Unter der Woche habe ich dann meistens einen Frust, weil wir halt mit dem Training einfach Probleme haben, dass wir die Leute zusammenkriegen. Manche trainieren in 2 Wochen einmal. Unser Torwart hat in 7 Wochen jetzt 3-mal trainiert. Das, wenn einer selber mal den Sport begeistert gemacht hat, dann tut es einem natürlich weh, dass man sagt, okay, ich kann nicht voll trainieren. Weil ich glaube, dass in der Mannschaft ein bisschen mehr der Stecker hat, wie es auch heute oder die ganze Saison schon gezeigt hat. Einen Satz zu der Faszination Handball beim TV Altötting. Was macht den TV Altötting aus? Ja, den TV Altötting macht der Teamgeist aus. Da kämpft jeder für jeden. Das war ein Grund, warum ich angefangen habe. Das begeistert eigentlich, weil auch wenn sie im Training nicht sind, auf der Platte sind sie immer voll da und probieren den Sport auch zu den Zuschauern irgendwie transportieren zu können. Und Ampfiff zur zweiten Halbzeit. Und wieder eine gute Parade von Stefan Weindl. Und ein Fehlpass ermöglicht. Das Tor für Alten Erding verkürzt auf 13:9. Auf der Spielmacherposition bei Altötting wieder unsere Nummer 30, Simon Antwerpen. Der sich hier gut durchsetzen kann zum 14:9. Ein guter Block, die Abwehr des TVA. Und die Schiedsrichter haben den Arm wieder oben, bedeutet Zeitspiel, aber durch einen guten Hüftwurf kann Alten Erding verkürzen auf 14:10.
Ballbesitz TVA. Und sehr gut vorgetragene Ball und abgeschlossen zum 15:10 durch die Nummer 14, Stefan Barken. Und wieder ein schöner Sprungwurf für Altenerding, verkürzt zum 15:11. Aber erneut kann sich der halblinke Stefan Barken durchsetzen und schließt ab zum 16:11. Und wieder ein Sprungwurf aus der zweiten Reihe, Altenerding verkürzt auf 16:12. Und Spielerwechsel beim TV Lötting, nun auf dem Platz die Nummer 31, Michael Oberauer. Ah, schön durchgesetzt von Michael Oberauer, das 17:12 für Altötting. Ah, wunderbar durchgesetzt von der Nummer 30, Simon Antwerpen, wurde aber dann beim Wurf gefoult, somit wieder 7 Meter für die Heimmannschaft. Ah, leider diesmal vom Pech verfolgt, kann der Torhüter den Strafwurf parieren. Guter Block und Ballbesitz und wieder ein schöner Pass über die Spielhälfte. Und das 18:12 durch die Nummer 33, Patrick Malz. Ah, schöner Pass auf links außen und das 19:12 durch unsere Nummer 33, Patrick Malz. Leider der Versuch des Campers gescheitert, da der Spieler auf links außen im Kreis stand. Aber momentan fällt der Mannschaft aus Altenerding relativ wenig ein. Gegen eine sichere stehende Abwehr und schon wieder der Ballverlust. Altötting im Angriff. Und das 20:12 durch unsere Nummer 31, Michael Oberauer. Wie werden die Schiedsrichter diesmal entscheiden? Sie beraten sich wieder. Oh, diesmal gibt es eine 2-Minuten-Strafe für den TVA, für den Spielmacher Simon Antwerpen. Ah, schön abgelegt von Matthias Taumeder auf Michael Oberauer, der abschließt zum 21:12. Nun auf der Spielmacherposition beim TVA unsere Nummer 7, David Lenhardt. Oh, schöner Wurf, aber leider nicht mit Erfolg gekrönt. Ah, schönes Anspiel an den Kreis, aber Altenerding kann diese Chance auch wieder nicht nützen. Und die Fans des TVA geben auch wieder Gas. Ah, wiederum schönes Anspiel an den Kreis auf Hubert Tobias, was einen 7 Meter und eine Zeitstrafe für die Spielvereinigung Altenerding nach sich zieht. Und er bringt Altötting mit 10 Tore in Front das 22:12. Ah, schöner Pass auf links außen und Tor für Altötting, unsere Nummer 25, Hubert Tobias zum 23:12. Stehen ja dann in der Saison noch die letzten zwei Spiele an. Einmal auswärts bei der HG in Ingolstadt und dann das Topspiel am letzten Spieltag hier wieder vor heimischem Publikum. Der Tabellenerste zu Gast, die TSV Mainburg. Schönes Anspiel an den Kreis und das nächste Tor, das 24:12, unsere Nummer 11, Huber Tobi.
Und wieder mal ein Treffer für die alten Erdinger zum 24:13. Wunderbar gespielt. Hier wieder 7 Meter, da die Abwehr durch den Kreis lief. Und er trifft zum 25:13. So wenig wieder mal ein technischer Fehler. Konter des TVAs. Und das nächste Tor, die Nummer 30, Simon Antwerpen zum 26:13. Wieder eine schöne Parade von Dominik Malz. Und der nächste Treffer von links außen, unsere Nummer 25, Hubert Tobi zum 27:13. Altenerding kommt wieder zu einem Treffer, das 27:14. Und der Trainer des TVA, Markus Böhner, bringt den 7. Feldspieler, die Nummer 14, Stefan Barken. Das ist beim Handball möglich, somit der Torwart draußen. Und das Tor zum 28:14 durch unsere Nummer 33, Patrick Malz. Und Tor für die Spielvereinigung Altenerding 28:15. Schöner Wurf von Patrick Malz zum 29:15. Schöner Spielzug, schön durchgesteckt von Stefan Barken auf die Nummer 25, Hubert Tobias, der das 30. Tor für den TV Altötting erzielt, somit 30:15. Und zwei Glanzparaden durch den Altöttinger Keeper Dominik Malz. Und das Spiel ist aus. Es endet 30:15 für den TV Altötting. Ein hochverdienter Sieg. Und wir melden uns dann wieder zum letzten Heimspiel des TV Altöttings gegen die TSV Mainburg. Der Stefan ist abgekämpft Spieler, der Handballer vom TV Altötting. Was sagst du selber zum heutigen Spiel? War ja Kanone, oder? Ja, also wirklich ein tolles Ergebnis heute. Wir sind natürlich am Anfang ein bisschen schwer in die Partie gekommen. Abwehr sind noch nicht gut gestanden, aber wir haben auf jeden Fall heute unser Tempo durchgespielt. Das war gut und das hat uns zum Schluss an den Sieg beschert. Auch wenn jetzt Altenerding nicht ganz in Bestbesetzung gekommen ist, war das natürlich auch im Hinblick darauf, wie das Hinspiel gelaufen ist. Da haben wir ja nur mit ganz kleiner Besetzung an Punkt geholt, war es natürlich jetzt seit 30-15 auch wirklich ein super Ergebnis jetzt. Ist das genügend Motivation, dass man ein bisschen Hoffnung hat, gegen Mainburg da irgendwas doch noch zu schaffen? Das auf jeden Fall, also ganz klar. Mainburg, wir haben in Mainburg ganz knapp verloren, auch ein bisschen unglücklich vielleicht. Wir haben auch gezeigt, dass wir in der Liga auf jeden Fall mithalten können mit den guten Mannschaften, auch ganz vorn. Und war natürlich auch grün, der Saisonabschluss nochmal den Spitzenreiter dann zu ärgern. Und das wollen wir auf jeden Fall schaffen. Du strahlst, zufrieden heute? Ja, sehr zufrieden. Es war ein relativ gutes Spiel von unserer Mannschaft. Fairerweise muss man aber sagen, dass der Gegner heute nicht optimal aufgestellt war und uns in der zweiten Halbzeit dann natürlich diese Möglichkeiten geboten hat, dass wir auch dieses Ergebnis erzielen konnten. 30:15 ist aber doch, spricht der eigene Sprache. Gibt es noch realistische Hoffnung, dass man am 30. April gegen Mainburg vielleicht doch noch das fast Unmögliche schafft? Ja, theoretisch weiß ich es jetzt gar nicht, aber ich denke, unser Ziel ist, gegen den Ersten den vielleicht noch ein bisschen zu ärgern und ein gutes Spiel abzuliefern. Und dann schauen wir mal, was noch rauskommt dabei. Aber ich denke, mit dem zweiten Platz, das ist, denke ich, seit Handball besteht hier in Altötting,
eines der besten Ergebnisse oder überhaupt das beste Ergebnis, was eine Herrenmannschaft erzielt hat. Und da können wir wirklich stolz sein. Und besonders deshalb, weil das eine Mannschaft ist, die seit der Jugend beieinander ist und Eigengewächs ist. Und da können wir wirklich drauf stolz sein. Und ich muss auch sagen, unsere beiden Trainer, der Niederhausen Frank und der Böhner Markus, haben aus dieser Mannschaft nur mehr so das Letzte herausgeholt. Von der Taktik her haben sie sich in dieser Saison enorm nur mehr verbessert. Und da kann die ganze Abteilung, der ganze TVA sehr stolz drauf sein. Und bist du ein innovativer Mensch mit Blick nach vorne. Du unterstützt es natürlich auch maßgeblich, dass ab 30. dieses Handballspiel gegen Mainburg zum ersten Mal in der Geschichte des TVA live in die ganze Welt gesendet wird, und zwar visuell. Das ist natürlich genial, gell? Also da sind wir ja fast weiter wie unsere Nationalmannschaft, wenn wir das jetzt einmal so betrachten, was die Medienpräsenz unseres Handballs generell in Deutschland, aber auch in Bayern betrifft. Aber natürlich bleiben wir am Boden. Es ist toll, dass wir als TVA Dating in der Bezirksoberliga hier auch online gezeigt werden als Livestreaming. Das ist schon eine Sensation und freut mich sehr, dass hier der Handball auch so eine Wertschätzung erfährt.